So, prima, dann sind wir alle da, können wir jetzt anfangen, die Zeit ist knapp. Prima, der Stream läuft. Hallo liebe Leute im Stream, hallo lieber AK. Ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen AK1-Sitzung und würde jetzt gerne anfangen. Wir haben heute echt viel vor, wir müssen mal gucken, ob wir das schaffen. El Presidente, ich winke einmal. Dann würde ich einfach sagen, wir fangen an mit dem Haushalt. Weil irgendwie ist das leider dazwischen gekommen. Eigentlich hatten wir heute vor, ich habe jetzt auch schon zum zweiten Mal in Folge diese wundervolle, schöne Pinnwand bestellt, damit wir einen Schwerpunkt festlegen können. Ich hoffe, dass wir sie heute noch benutzen können. Ich sehe mit den Haushaltsthemen schwarz dafür, aber ich bin da offen dafür, das noch anzugehen, falls wir die Zeit dazu finden. Und ich hoffe, dass wir da relativ fix fertig werden. Matthias, wolltest du gerade eben kurz dazu was sagen, strukturell, was wir jetzt machen müssen, damit du glücklich bist? Nein, wie Freitag wird natürlich niemand glücklich aus diesem Raum gehen. Nein, aber es waren Punkte offen, Anträge offen, über die am Freitag nicht abgestimmt wurde. Und die, ich glaube, zumindest du hattest angekündigt, dass das heute hier im AK besprochen werden sollte. Ich nehme mal an, der Antrag von Olaf, da gibt es auch, oder zwei Anträge von Olaf sind ja auch noch. Und Toso sitzt ja auch gerade auch noch hier. Die sollten wir dann jetzt hier auch besprechen und am besten zumindest so eine Art Beschlussempfehlung dann auch für die Fraktion ausarbeiten, weil es sollte ja auch wie Freitag dann in der Fraktion darüber abgestimmt werden, aber ich denke, euer Votum aus dem AK ist da ja wichtig und deshalb würde ich euch einfach bitten, Anträge stellen möchtet, nicht stellen möchtet, zurückziehen möchtet, ob ihr die durch politische Anträge ersetzen wollt, wie auch immer, das hier einmal zu diskutieren und das dann vorbereiten für die Sitzung am Dienstag zu sammeln, damit es dann am Dienstag nicht wieder ausufern diskutiert werden muss, sondern wir ganz schnell das dann da auch noch durchbekommen. Dankeschön, Matthias. Ich sehe insgesamt auf der Liste... prima. Gern dazu noch eine Frage stellen, weil also ich erinnere mich, dass wir vor 4 Wochen genau zu den Haushaltsanträgen auch einen Tagesordnungspunkt diskutiert haben und da auch schon einen Beschluss gefasst haben, welche Anträge wir genau über die AK-Koordinatorin weiterleiten und dann so als eben auch Beschlussempfehlung in die Fraktionssitzung eingebracht haben wollen. Ja, ich will da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir hatten eben am Freitag einen etwas abweichenden Beschluss in der Fraktion getroffen. Ja, nicht etwas abweichend, sondern uns eigentlich für eine andere Konzeption, sage ich mal, innerhalb der Fraktion entschieden. Dieses Konzept sieht im Endeffekt 4 Haushaltsänderungsanträge vor, die der Matthias am Freitag der Fraktion vorgestellt hat. Und die Fraktion hat beschlossen, mit diesen 4 Schwerpunkten haushaltstechnisch sozusagen in die weitere Debatte einzusteigen. In der Folge haben am Freitag halt sehr viele Abgeordnete ihre eigenen Änderungsanträge zurückgezogen innerhalb des Haushalts. Ein paar sind halt eben übrig geblieben, wo wir am Freitag zumindest nicht sofort sagen konnten, hey, den stellen wir mal zurück. Ich nehme mal ein Beispiel. Lukas und ich haben den Fanprojektantrag zurückgezogen. Nicht, weil wir nicht der Überzeugung sind, dass das die richtige Richtung ist, aber das können wir halt gut mit einem rein politischen Antrag begleiten. Da geht es um Volumen von 500.000 Euro. Da ist es jetzt nicht wirklich entscheidend, dass der Haushalt an der Stelle um 500.000 Euro erhöht wird. Theoretisch sind die 500.000 Euro ja auch aus dem Volumen des Kinder- und Jugendförderplans, ich sag mal, durch eine Umschichtung, wie auch immer die dann aussehen mag, zu realisieren. Insofern hatten Lukas und ich am Freitag dann gesagt, den nehmen wir jetzt als Haushaltsänderungsantrag zurück und wollen den dann in der weiteren Debatte quasi politisch natürlich durchaus aufrechthalten. Bei einigen anderen Anträgen, die halt noch offen waren, ist das etwas schwierig, sag ich mal. Nicht unmöglich, aber ja, im Prinzip müssen wir jetzt über diese offenen Anträge einfach nochmal diskutieren.
die Fraktion hatte eben beschlossen, wir machen das mit diesen vier Schwerpunkten. Wir haben uns aber eben die Option offen gehalten, einzelne weitere Anträge durchaus noch zusätzlich einzureichen. Und wir haben halt eben am Freitag gesagt, es macht Sinn, wenn sich eigentlich die entsprechenden Fachleute, sprich der AK, eben dann am Montag, sprich heute nochmal über diese Änderungsanträge unterhält. Also ob es wirklich zwangsläufig erforderlich ist, dass wir die jetzt als Haushaltsänderungsanträge einreichen oder ob parallel die Möglichkeit oder dann in dem Fall nicht mehr parallel die Möglichkeit besteht, da einen rein politischen Antrag rauszumachen. Und das ist so quasi der Sachstand, wo wir jetzt gleich eine Entscheidung zumindest innerhalb des AKs treffen wollen. Ich schiebe mal noch dazu, ich gehe davon aus, die Entscheidung, das mag ein bisschen naiv sein, aber ich gehe davon aus, dass die Entscheidung, die wir heute hier im AK treffen, auch die Entscheidung sein wird, die morgen die Fraktion mitträgt. Das wäre zumindest mein Wunsch. Herr Tosso grinst freundlich. Ja? Ja? Ja. Okay, auf dieser Liste sehe ich 9 Anträge, die offen sind. 5 von diesen offenen Anträgen sind aus unserem AK. Der erste ist der zu den freien Wohlfahrtsverbänden vom Olaf. Ich stelle mal kurz vor, welche anderen das noch sind. Ich würde sonst sagen, wir fangen mit dem ersten auch an. Der zweite ist vom TOSO, Verpflichtungsallmächtigung, Beratung für Opfer rechtsextremistischer Gewalt. Der dritte ist auch vom TOSO, parteinahe Stiftung. Der vierte ist auch vom TOSO, freie Träger politischer Bildungsarbeit. Und der letzte ist von Daniel und Olaf. Also die anderen sind auch noch mit vom Michel, aber der sitzt jetzt hier nicht, deswegen habe ich gesagt, der ist jetzt vom TOSO. Hauptausschuss. Das heißt, die besprechen wir hier jetzt auch nicht in der Form. Okay, dann sind 9 Anträge offen und nur 3 gehören zu diesem AK. Gut. Das würde dann... Nee, Moment. Was ist mit der Beratung für Opfer rechtsextremistischer Gewalt? Der ist aus dem letzten Haushaltsjahr. Der gehört hier gar nicht mehr. Wieso steht der denn dann da? Das würde ich auch wissen. Da steht nur neben die Eingelagtfuhr. Das ist die Liste von... Freitag, die Runde. Ist das nicht schlimm? Wir können dann direkt genau. Ja. Okay, dann geht es nur um 2 Änderungsanträge: Freie Wohlfahrtsverbände und Fonds für U3. PTA. Und PTA. Der steht hier gar nicht drin, der also PTA. Also, ich kann zu dem anderen Antrag für Opferrechtsextremer Gewalt, Beratung, da hatten wir für die letzte Haushaltsdebatte eingebracht, diesen Haushaltsansatz zu erhöhen um 100.000 Euro. Ja, den habe ich ja geschrieben. Genau, und der ist ja letztes Jahr mit der Maßgabe, das bringt ja alles gar nichts, bla, von Rot-Grün abgelehnt worden. Dieses Jahr ist das Ding dann von vornherein, also für das Haushaltsjahr 2013, mit 550.000 Euro mehr angesetzt worden, sodass wir da dann natürlich keine weiteren Erhöhungen fordern müssen. Da hat Rot-Grün dann unseren Einwurf aufgenommen, exponentiert und selber schon von vornherein mit einem sehr viel höheren Ansatz versehen. An der Stelle sind wir dann da froh und glücklich drüber und hoffen, dass das über die nächsten Jahre auch weiter so läuft. Okay, also nochmal, um Licht in das Dunkel zu bringen, hier 3 offene Anträge, die hier besprochen werden sollten. PTA, Freie Wohlfahrtsverbände und Fonds für U3. Gut. Wollen wir mit denen von den freien Wohlfahrtsverbänden anfangen, wie ich eben schon angekündigt habe, weil der eben oben auf dieser Liste steht? Gut, dann worum es geht, schätze ich mal, wissen ja die meisten. Es geht darum, dass den freien Wohlfahrtsverbänden 64% ihrer festen Mittel gestrichen worden sind. Ich persönlich, aber das habe ich auch am Freitag schon gesagt, halte den Antrag für immens wichtig, weil es gibt nicht viel, was ich im Einzelplan da, was hat Arbeit, Integration und Soziales verändert hat. Die größten Veränderungen liegen auch nur einfach im Durchreichen des Geldes. Das meiste Geld kommt sowieso vom Bund. Das ist einer der wenigen Posten, die vom Land ganz alleine kommen.
Da hat der Bund eigentlich nichts mit zu tun. Und ja, ich habe auch schon gesagt, dass ich das einfach als ein völlig falsches Signal finde nach dem Armutsbericht. Einfach zu sagen, wir streichen in der freien Wohlfahrtspflege mal eben 64% der Mittel, ohne ein neues Konzept aufzulegen. Ob man jetzt ein Fan von dem Konzept freie Wohlfahrtspflege ist, also von dem Subsidiaritätsprinzip, weil auch daher finde ich es wieder wichtig, die Aufgaben, die dort übernommen sind, sind eigentlich staatliche, beziehungsweise Aufgaben des Landes. Und es ist einfach, ist, glaube ich, auch sogar im Grundgesetz vorgeschrieben, dass das also an freie Vereine abgegeben werden muss, wenn es geht. Nur wenn man die dann ohne Geld lässt, geht's auch nicht. Das ist meiner Meinung nach auch einer der oder der große Angriffsansatz im Einzelplan, ich weiß jetzt gar nicht, 11 oder 15, da habe ich mich jetzt, 11, ist auch der große Angriff, überhaupt der ein großer Angriff im Einzelplan 11, weil da sowieso relativ wenig, ansonsten ist da wenig Entscheidungsspielraum für das Land, weil meistens sowieso wieder vom Bund vorgegeben, man kann sich dann höchstens immer noch ein bisschen über die Schlüsselaufteilungen streiten. Ist auch sonst nicht viel passiert in dem Einzelplan im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, das war jetzt mal kurzes Plädoyer. Am besten noch, ich wollte jetzt für mich jetzt nicht komplett nochmal das alles wiederholen, was ich Freitag erzählt habe. Aber im Prinzip steht das natürlich auch. Ja, mein Antrag dazu ist, den Antrag so zu stellen und ganz einfach als Haushaltsantrag, weil 5 Millionen, die kannst du also gerade nicht in dem Haus, also du kannst, genau, das ist noch die Sache, was ich meinte mit dem, es gibt sehr wenig Geld und wenig Spielraum da. Das heißt, durch eine Umschichtung oder durch einen politischen Antrag kannst du da kaum was machen. Also dann nehme ich es immer irgendwo anders aus einem sozialen, ganz klar aus einem sozialen Bereich weg. Also dann kann man ganz hart hingehen und kann andere soziale Sachen streichen, aber eine reine Umschichtung sehe ich überhaupt innerhalb des Einzelplans 11 bei 5 Millionen, bei einer Höhe von 5 Millionen irgendwo als nicht gegeben an, nicht als möglich an. Lukas? Okay, kann sein, dass ich nicht mehr ganz up-to-date bin. Ich erinnere mich daran, als diese Kürzung in den Medien das erste Mal auftauchte, das ist schon einige Wochen her, dann haben wir mal kurz darüber hier gesprochen und ich glaube, du, Olaf, hast gesagt, dass du mal mit ein oder anderen Vertreter der Wohlfahrtsverbände gesprochen hast und sie schlugen dann eine Strategie vor, die mich und auch andere hier etwas verwundert haben. Die wollten dann nämlich halt irgendwie die Opposition raushalten und das damals irgendwie in 4-Augen-Gesprächen mit den Regierungskoalitionen klären. Und diesbezüglich würde mich interessieren, wie sehen es die Wohlfahrtsverbände so einen Antrag? Was denken die darüber? Weißt du da was? Die Gespräche, ja, das war ja nicht mit der Regierung, sondern sie haben es versucht, über die Fraktion der SPD versucht, Druck auf die Regierung auszuüben. Man kann sagen, die Sachen sind gescheitert. Also ich sag mal so, was Sie da wahrscheinlich, ich meine, ich habe Sie jetzt nicht gefragt, was haltet ihr davon, dass wir diesen Antrag stellen? Das wird denen auch sehr wahrscheinlich, ich sag mal, auf einer gewissen Art und Weise, weil das sowieso sehr wahrscheinlich nicht angenommen wird, wenn er nur von uns gestellt wird, zumindestens von ihrer Situation her relativ egal sein. Was sie nicht wollten damals, war, dass sie von uns für den Haushaltsausschuss als Experten vorgeschlagen werden, weil zu der damaligen Zeit die Gespräche noch liefen. Und da hatten sie sich aufgrund dessen, dass sie überhaupt im Experten, also sie hätten sich auch von dem anderen nicht einladen lassen in dieses in diesen Haushaltsausschuss, ganz einfach, weil sie noch nicht offen Randale machen wollten, bevor die Gespräche mit der Fraktion oder mit der Regierung abgeschlossen sind. Also nach dem Motto, ich hau noch nicht auf jemanden drauf, solange ich noch mit ihm in Verhandlung stehe. Das ist so. Und jetzt hat sich allerdings herauskristallisiert, dass da wohl, dass ihre Strategie in keinster Weise aufgegangen ist. Also das heißt, die Betroffenen wollten sich dazu hier im Landtag nicht äußern. Habe ich das gerade richtig verstanden? Sie haben also trotz unserer Nachfrage gesagt, nein, hier im Landtag möchten wir uns dazu nicht äußern. Das sind die ca. 35% der Mittel verlieren, wenn ich das jetzt alles mal
zusammenfassen kann. Ist das richtig? 64% ihrer 64% ihrer Mittel. Aber genau, sie wollten sich damals zu dem Zeitpunkt noch nicht äußern, weil sie noch gehofft haben, dass die Regierung noch einlenkt, sagen wir es mal so. Und da sahen sie einfach ganz klar, kann ich zumindest nachvollziehen, dass wenn sie jetzt hier schon Randale gemacht hätten, dass es dann schwieriger gewesen wäre. Sie hatten Angst, dass die Regierung dann aufgrund von der Trotzhaltung, also wenn ihr schon so sehr gegen uns schießt, dann machen wir einfach zu, dann reden wir gar nicht mehr mit euch. Das war die Angst damals, ja. Nochmal ganz kurz eine Nachfrage. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen. Ist es dann sinnvoll, dass wir es jetzt ansprechen? Weil ich weiß nicht, wie weit ist der Stand der Verhandlungen jetzt? Also macht es Sinn, das jetzt zu tun? Weil ich auch schon mit Tose gesprochen habe. Da sind auch am Freitag Punkte runtergefallen, von denen ich auf jeden Fall auch will, dass wir die weiter verfolgen. Die Asylanträge sind so Punkte, wo die Landesregierung selbst schon gesagt hat, sie muss da was machen. Wo ich aber auch ganz klar die Strategie fahre und sage, ich gucke an, was die jetzt in der zweiten Lesung machen. Das ist vielleicht nicht ein unserer Schwerpunkte, aber wir sollten den auf jeden Fall verfolgen und auch dahinterher sein und dann zur dritten Lesung was tun, was uns jetzt in diesem Fall auch die Gelegenheit geben würde, nochmal abzufragen, ob das denn im Sinne auch dieser Verbände wäre, jetzt in der zweiten Lesung von Piratenseite aus da den Antrag einzubringen. Immer noch mit der Maßgabe, die du jetzt gerade erläutert hast, dass es vielleicht aus einer Trotzreaktion nicht mehr zu einer Anpassung dieses Haushaltsposten kommt. Ich frage das jetzt einfach nur mal als Option für die Vorgehensweise. Aufgrund von Briefen, die ich jetzt von der Freien Wohlfahrtspflege mitbekommen habe, sehen die Verhandlungen als gescheitert an. Die glauben nicht mehr daran, ob die Regierung es trotzdem tut, man weiß es ja nie. Aber da müsste jetzt irgendwas passieren und ich sag mal so, ich traue denen zumindest soweit die Einschätzung zu, dass wenn die sagen, wir kriegen das Geld nicht, dass es dann noch kommt, unverhofft. Wissen tut man es nicht. Wenn man es wissen will, muss man die zweite Lesung abwarten, ob die Veränderung drin ist. Und wenn die Veränderung nicht drin ist, dann danach nochmal stellen. Für die dritte Lesung, also für die endgültige Abstimmung. Aber dann ist eine Frage, ob man es dann vor oder danach, also dann, das müsste man ja eigentlich auch schon im Vorfeld also rauskriegen. Also das ist jetzt sehr wahrscheinlich nicht die Sache. Das lässt sich rauskriegen, ob das schon in der zweiten Lesung geändert wird. Donnerstags HFA-Sitzung, da sollen die Haushaltsänderungsanträge besprochen werden und ich gehe ganz fest davon aus, dass Rot-Grün, wenn sie Anträge hat oder die Landesregierung, je nachdem, weiß ich nicht, spätestens da einbringen wird. Also ich denke nicht, dass sie damit bis zum Plenum nächste Woche warten, sondern sie werden es dann am Donnerstag tun und da besteht dann aus meiner Sicht relative Gewissheit, ob da Veränderungen zu erwarten sind oder nicht. Ich möchte von Olaf gerne die politische Einschätzung. Wollen wir diese Gelder da beantragen oder wollen wir die nicht? Und dieses Taktikgeplänkel ist mir da jetzt an der Stelle egal. Ja, was heißt wir? Also ich möchte den Antrag gerne stellen und ich glaube, ich habe jetzt auch zumindest klar gemacht oder zumindest habe es versucht klar zu machen, warum ich glaube, dass das ein wichtiger Antrag ist. Und dass der auch deswegen gestellt werden sollte, obwohl er nicht unbedingt hinter die vier Schwerpunkte fällt, weil er zumindestens weil es meiner Meinung nach die einzigste Möglichkeit ist, überhaupt halbwegs mal zu der oder es ist eine sehr gute Vorlage überhaupt mal zu der Strategie, die im Einzelplan 11 verfolgt wird, kritisch zu beleuchten, beziehungsweise die Regierung auch dahingehend anzugreifen, dass sie ja den Armutsbericht, sage ich jetzt mal, eigentlich nicht mal verstanden haben oder nicht mal wissen, worum es da gegangen ist. Oder die Ergebnisse nicht ernst nehmen wollen, darüber ließe sich ja streiten. Und genau aus dem Grund finde ich ihn sehr, sehr wichtig, den zu stellen. Weil er ist meiner Meinung nach einfach wirklich ein völlig falsches Signal. Also du meinst, an der Stelle könnte man der Landesregierung durchaus vorhalten, als Slogan immer zu bringen, kein Kind zurücklassen, aber in der freien Wohlfahrtspflege dann komplett umgekehrt das Ganze zu handhaben, weil man da Gelder abzieht, die halt genau armen Menschen helfen sollen.
Genau, ich würde es jetzt nicht mit dem an kein Kind zurücklassen, direkt so, aber im Prinzip ist es das, genau. Das jetzt genau, obwohl die Leute, die auf Hilfen von diesen Organisationen mehr oder weniger angewiesen sind, und ich sag's jetzt mal so, überhaupt eine Möglichkeit haben einer gesellschaftlichen Teile, zwar nicht einer großen gesellschaftlichen Teilhabe, sondern das sind dann auch meistens natürlich irgendwelche, sag ich mal, Gesellschaften für sich selber. Und deswegen lässt sich jetzt auch wieder darüber streiten, ob man das System der freien Wohlfahrtspflege im Allgemeinen für gut heißt. Da gibt sicherlich eine Masse dran zu kritisieren. Nur, was mich da eben sehr, sehr stört, es gibt kein Alternativkonzept. Und somit werden die Leute einfach im Regen stehen gelassen. Also machen wir es mal einfach so. Wo geht demnächst die 16- oder die 17-Jährige zur Schwangerschaftsberatung hin, wenn Pro Familia dicht machen muss, weil sie sich die Dinge einfach nicht mehr leisten kann? Die Beratungsstellen. Beziehungsweise die Beratungsstelle wird es noch geben, aber vielleicht nur noch einen halben Tag in der Woche besetzt. Ja. Das sind einfach die Sachen. Denen wird so viel Geld gekürzt, die können nicht mal mehr, die werden danach kaum mehr ihren Pflichtbetrieb, und ihr Pflichtbetrieb ist wieder das, was sie an Aufgaben eigentlich vom Land und vom Bund übertragen bekommen haben, erledigen können. Und damit ist es auch unheimlich schön sauber raus. Das ist ja auch eigentlich eine Gemeinheit. Auf der einen Seite ist es ja sehr schön, finde ich, wenn der Staat sagt, ist okay, eine Menge Aufgaben nehmen wir gar nicht wahr, das geben wir an freie Leute ab, also an freie Vereine ab, die Aufgaben zu übernehmen. Und dafür kriegen diese freien Vereine Geld, damit die diese Aufgaben wahrnehmen können, damit die ganzen nicht zu ideologisch vom Staat gesteuert sind. Finde ich eine tolle Sache, vor allem wenn es zum Beispiel um Beratungen geht, wo dann auch es immer eine Konfliktsituation zwischen den Menschen und dem Staat unter Umständen geben kann. Es ist immer gut, wenn das von einer neutralen Sache gemacht wird. Und da jetzt das Geld zu kürzen, das heißt dann auch hinterher wieder so, wer ist dann hinterher schuldig, wenn dieses, oder wer ist dann hinterher der Schuldige, wenn der ganze Scheiß nicht funktioniert? Im Prinzip ist es meiner Meinung nach relativ einfach, dann festzumachen am Geld. Aber ob das so einfach dann in der Diskussion immer wieder ist, ist auch eine Frage, denn es wird dann sehr wahrscheinlich eher wieder drauf gelaufen, dass diese Leute oder diese Vereine ihre Arbeit ja nicht anständig machen. Das ist ja auch immer wieder zur Zeit schon ein Kritikpunkt, dass sie das Geld zum Teil verschleudern. Wie gesagt, das ist jetzt wieder die nächste Frage, die man stellen kann. Wenn man es ganz groß angeht, wie will man das Subsidiaritätsprinzip eventuell neu organisieren? Erst der Matthias, der hatte sich gemeldet, dann habe ich mich kurz dazwischen gesetzt und dann Toso. Da ich fachfremd bin, wollte ich nur noch mal ganz kurz nachfragen. Also der Toso hat in seinem Antrag, als auch der Daniel, relativ klar beschrieben, worum es denen geht. Freie Wohlfahrtspflege sagt mir persönlich nichts, hat aber damit zu tun, dass ich halt mich damit nicht näher beschäftigt habe. Sind diese Vereine hingegangen und haben aufgelistet, welche Aufgaben dann nicht mehr übernommen werden können bei einer solch großen Kürzung? Nein, so nicht. Sache läuft darauf hin. Also ich kann es mal eben ganz kurz erklären. Es sind 6 Vereine. Das ist die Caritas, das ist die Diakonie, das ist die Arbeiterwohlfahrt, das ist der Paritätische und dann ist das noch ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, jüdische Gemeinde oder so. Aus dem Topf, also aus allem Geld, was die irgendwie kriegen, kriegt jeder 24,5%. Und das, was dann noch übrig bleibt, kriegt der jüdische Verein. Das liegt einfach daran, weil sie so gut wie keine Mitglieder haben. Das sind diese Summen, die dort einfach erstmal blind aufgeteilt werden, um ein bestimmtes Grundkontingent halten zu können. Einzelne Projekte oder solche Sachen werden immer noch gefördert. Wer zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade dabei ein, zum Beispiel, der, wer dabei ist, ist der Kinderschutzbund. Der kriegt darüber auch sein Geld, weil der Kinderschutzbund ist Mitglied im Paritätischen. Allerdings so die ein oder andere Stelle beim Kinderschutzbund wird auch schon wieder direkt vom Ministerium getragen. Das heißt, es bleibt hauptsächlich bei Beratungssachen, also Sachen, wo keine direkten Stellen für geschaffen worden sind, die größtenteils oder die auch zum großen Teil mit Ehrenamtlichen gemacht werden. Das sind zum Beispiel so Sachen, die mir dann einfallen, zum Beispiel, dass in Wuppertal, weiß ich zum Beispiel, macht das die Diakonie, da gehst du hin als Obdachloser und hast du, wenn es eine Postadresse. Aber der Laden muss natürlich besetzt sein. Und wenn du den nicht besetzt kriegst, also der ist schon in den letzten Jahren immer weniger besetzt worden. Und genau an diesen Stellen wird es hapern. Es gibt eine Beratungsstelle für vom Frauenhaus, die sind da auch zum Teil mit drin. Ist nicht. Also die Beratungsstelle hat nur noch einen halben Tag auf in der Woche. Und wenn du das jetzt noch weiter runterfährst, dann ist da irgendwann weg. Eine genaue Bezifferung, was die da machen,
ich sag mal so, die werden überall ein klein bisschen kürzen, überall ein bisschen runterfahren. Was anderes bleibt denen gar nicht übrig. Die sind sowieso schon relativ am Ende mit ihren Möglichkeiten. Also die Angebote sind meistens, die gibt's alle. Das Gemeine ist immer nur, die sind unheimlich zeitlich begrenzt. Das heißt, kannst dann einmal am Dienstag zwischen 15 und 16 Uhr kannst du dir dann die Beratung da abholen, wenn du wirklich jetzt Probleme hast mit deinem Kind, wie mache ich das in der Schule, und ansonsten hast du nicht. Also wenn du den Tag nicht, an der Stunde nicht Zeit hast, dann gibt's auch keine Beratung, weil sie nicht da ist. Und das ist massenhaft so. Ein bisschen rausfallen tut da das Deutsche Rote Kreuz. Die haben hauptsächlich eine ganz andere Aufgabe. Die haben hauptsächlich die Aufgabe, die geht in Richtung Schutz der Allgemeinheit. Also die sind mehr auf, die sind weniger auf direkte soziale Sachen als auf Katastrophenvorsorge und Gesundheitsvorsorge eingerichtet. Ihr meint, hat sich erledigt, Toso. Ja, Olaf, wäre das sinnvoll, jetzt einfach genau diese 6 Organisationen anzuschreiben und zu fragen, was die dann kürzen würden müssten, und dann zur dritten Lesung das Ganze bis dahin zu entscheiden, ob wir es einbringen oder nicht, weil dann haben wir hier eine konkrete Sachlage, was wegfallen würde, was nicht wegfallen würde, und können uns dann sehr, sehr konkret darüber entscheiden. Fände ich so als +1, +1. Ne? Also dann würden wir das jetzt in der zweiten Lesung nicht einbringen, sondern eventuell in der dritten, aber wir hätten bis dahin Zeit, genau zu sagen, ist das uns konkret das wert oder nicht. Okay, genau, die Zeit drängt. Nächster Antrag war, Moment, ich habe das hier aufgeschrieben, PTA. Bitte schön, Tosen. PTA, habe ich in der Fraktionssitzung schon vorgestellt, geht darum, dass von der aktuellen PTA-Ausbildung 10% von den Apothekenkammern geleistet wird, 25% vom Land als zugeschossen wird und der Rest von den Leuten selber bezahlt wird. Da wir als Piratenpartei uns grundsätzlich für eine freie Lehre einsetzen, sowohl an Hochschulen wie auch im schulischen Bereich, und das Ganze 2 Jahre Schule und danach normal quasi im Betrieb ausgebildet wird und im Betrieb kein Schulgeld mehr bezahlt werden muss, sondern nur für die 2 Jahre in der Schule, sind wir natürlich der Meinung, dass das irgendwann mal komplett übernommen werden muss, so wie in anderen Bereichen auch. Schließlich zahlt man woanders auch nichts für seine Berufsschule. Im kaufmännischen Bereich beispielsweise geht man ja einfach zur Berufsschule und muss nicht noch Schulgeld für seine Berufsschule zahlen. Deshalb sind wir grundsätzlich eigentlich der Meinung, als Partei, dass die Bildung an der Stelle auch für den Endverbraucher kostenfrei angeboten werden soll. Deshalb hatten wir eigentlich die Maximalforderung aufgestellt, dort nicht nur nicht zu kürzen, sondern das komplett zu übernehmen. Der AK möchte sich jetzt bitte darüber eine Meinung bilden, ob das sinnvoll ist oder diese Kürzung der 25% Gelder des Landes, die dann im Laufe der nächsten Jahre auf null zurückgefahren werden soll oder rausgefahren werden soll, diese Kürzung nicht vorzunehmen. Das sind die, oder halt gar nichts da dran zu machen. Das sind die 3 Optionen. Da hätte ich gerne die Meinung des AK. Okay, dann nochmal eine Verständnisfrage. PTAs sind ja die pharmazeutisch-technischen Assistenten, die in der Regel in Lüftungen, in Apotheken lüften. Alter, was ist denn da los? Cool. Okay, die arbeiten ja in der Regel in Apotheken, die man so von der Straße kennt, aber auch in Krankenhaus, Apotheken etc. Werden diese Ausbildungskosten oder können diese Ausbildungskosten auch von den Apotheken selbst übernommen werden, beziehungsweise werden sie teilweise übernommen? Also bis jetzt zahlen die Apothekerkammern 10% dieses Schulgeldes. Ansonsten sind diese Schulen halt, es gibt 11 Stück war's, Strucki, 16, Entschuldigung, landesweit, privat organisiert. Teilweise nehmen diese Schulen, es gibt auch ganz privat organisierte, die nur von den Schülern Geld nehmen und weder vom Land noch von den Apothekerorganisationen.
Geld nehmen. Es geht dann nur um diese 2 Jahre schulischen Teil. Da sind die noch nicht quasi irgendeiner Apotheke zugeordnet. Ne, das heißt, du machst deine PTA-Ausbildung, indem du dich bei einer Schule bewirbst. Da machst du dann deine 2 Jahre Ausbildung. Dafür musst du Schulgeld jeden Monat zahlen. Und danach gehst du für den praktischen Teil in eine Apotheke. Gibt es denn das Ganze auch andersrum, dass die Leute sich direkt in Apotheken bewerben und bekommen dann die Ausbildung bezahlt? Weil das Ganze erinnert mich halt sehr stark an die Situation im Rettungsdienst bei den Rettungsassistenten. Dort gibt es auch ganz viele private Schulen, die halt diese Zulassung haben, Rettungsassistenten ausbilden zu dürfen, mit staatlich anerkannter Prüfung und so weiter und so weiter. Und es ist so, du kannst dich bei den Hilfsorganisationen, DRK, JUH und so weiter direkt bewerben. Das heißt, die zahlen ja deine Ausbildung, auch bei der Feuerwehr. Oder du kannst hingehen, oh, ich lege jetzt mal 1.800 € auf den Tisch, mach diese Ausbildung, schließe sie ab und bewerbe mich dann erst. Das heißt, das führt dazu, dass momentan halt im Bereich des Rettungsdienstes massiv über den Bedarf ausgebildet wird, was auch natürlich der Qualität, die am Ende dabei herumkommt, nicht förderlich ist und auch dem Berufsbild, für das Berufsbild nicht gut ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da halt beim PTA-Bereich halt so ähnlich ist. Und wäre da nicht die Frage, ob man da halt irgendwie andere Mechanismen etablieren könnte, um halt zu sagen, die Privatfinanzierung so einer Ausbildung ist nicht möglich, sondern, wie auch im Handwerk und so weiter, muss von den Betrieben selbst ausgehen, um halt eben diesen Überbedarf auf dem Arbeitsmarkt zu verhindern. Da sind wir halt an dem Punkt, den schulischen Bereich, den zahlt man nirgendwo anders. Wie gesagt, machst du eine Kaufmannsgehilfenlehre, dann übernimmt dein Ausbildungsbetrieb ja den betrieblichen Teil. Und du kriegst auch noch einen kleinen Obolus, um irgendwie ein bisschen leben zu können. Die Berufsschule wird aber vom Steuerzahler bezahlt. Die wird nicht von den Unternehmen bezahlt. Wir haben das im Rettungsdienstbereich, im Altenpflege, im Krankenpflegebereich und hier bei den PTAs und bei dem einen oder anderen, ich sag mal, kleineren Splitterbereich noch anders. Das war früher gang und gäbe, dass man Lehrgeld zahlen musste. Daher kommt auch der lustige Spruch mit dem Lehrgeld. Das wollen wir aber halt nicht mehr haben. Als Beispiel, der Chef von diesem PTA, der muss Pharmazie studieren. Das macht er an einer Hochschule, wo er kein Studiengeld für zahlen muss. In meinen Augen ist es entweder konsequent zu sagen, wir wollen Studiengebühren, dann können wir das bei den PTAs genauso machen, wie das jetzt angestrebt ist. Oder wir sagen, nee, wir finden Studiengebühren Mist, das haben wir, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Dann dürfen wir auch in dem schulischen Bereich nicht sagen, die Leute müssen das selber zahlen. Und wir können das dann auch nicht auf irgendwen anders schieben und zu sagen, hier, das sollen dann die Apothekerkammern zahlen oder die Apotheker selber. Dann möchte bitte die Apothekerkammer auch die Uni-Ausbildung zahlen, ihrer Pharmaziestudierenden zukünftigen Apotheker. Also das Ganze hat was von ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Da müssen wir uns entscheiden, wie wir es denn gerne hätten. Konsequent oder nicht? Ich habe auf meiner Rednerliste den Matthias, den Ulla und den Dirk. Um das aus der Diskussion am Freitag nochmal mit einzubringen, es ist nicht nur bei den PTAs so, sondern es ist auch bei den Physiotherapeuten so, wie gesagt, im Rettungsdienst ist es auch so, es ist überall dort so, wo Staatsexamina abgelegt werden müssen, zur Verifizierung, dass man einen gewissen Bildungsgrad eben erlangt hat. Das hat auch ganz historische oder ganz bewusste historische Hintergründe. Wenn wir so einen solchen Antrag stellen, dann möchte ich, dass wir ihn ähnlich stellen, wie die anderen Anträge auch formuliert sind, dass es sich nicht um eine Berufsgruppe handelt wie die PTA, sondern nur stellvertretend als Beispiel, dass es hier Ausbildungsberufe oder nicht Ausbildungsberufe, eben diese gesonderten Berufe im Gesundheitsbereich gibt, wo es ganz akute Nachfragen gibt, also egal, ob es der Bereich PTA ist, als auch der Physiotherapeuten, da herrscht reger Mangel hier. Das kann man ganz klar auch am Arbeitsmarkt so belegen. Und dann möchte ich einfach, dass wir das ein bisschen abstrakter formulieren an der Stelle. Also das, was der Toso anspricht mit freier Bildung, ist absolut auf unserer Parteilinie und nachzulesen auch im Parteiprogramm. Aber da müssen wir es
bitte so formulieren, dass wir die ganze, das ganze Berufsfeld sozusagen inkludieren und da einen wichtigen Punkt ansprechen im Gesundheitswesen, dass wir da eben die Ausbildung eben auch kostenfrei für die Auszubildenden gestalten möchten. Also dass wir es so ein bisschen vom Terminus her anpassen. Ich denke, das sollte ja trotz alledem in deinem Sinne sein, würde dann aber in das Gesamtkonzept auch so ein bisschen besser reinpassen, dass wir eben auch zeigen, ja, wir sprechen hier ein Themenfeld an, exemplarisch, an dem die Landesregierung arbeiten muss, aus unserer Sicht. Und damit es sich so ein bisschen in das Konzept einfällt, aber ich denke, das sollten wir hinbekommen. Ja, ich gehe dann direkt mal auf dich ein. Die Sache ist die, warum das auch jetzt, warum man den Einzelplan hier, diesen Einzelfall nehmen kann. Das ist eine der wenigen schulischen Ausbildungen, die nicht im Schulministerium angesiedelt sind. Die restlichen Sachen sind ja alle eine Sache des Schulministeriums und da läuft auch die Finanzierung drüber oder auch die Nichtfinanzierung drüber. Hier ist in den 1969 war das, glaube ich, wollten die Apothekerkammern das damals gerne im Gesundheitsministerium haben, weil sie gedacht haben, sie hätten dann mehr Einfluss auf die Ausbildung. Was sich allerdings als Blödsinn herausgestellt hat. Jetzt ist es aber nun mal so. Jetzt ist das Gesundheitsministerium dafür zuständig und da liegt nämlich auch nochmal ein Konflikt. Ansonsten ist das in den anderen Gegenden, ja gut, die Physiotherapeuten weiß ich nicht, also bei den Krankenpflegern ist es größtenteils also schon so umgesetzt, dass es nicht mehr so läuft, dass die Leute dafür Schulgeld zahlen müssen. Da haben sie eine Regelung für gefunden, allein auch, weil sie wissen, dass sie viel zu wenig ist. Da haben sie es ja jetzt auch geschafft, da 2000 mehr Auszubildende pro Jahr hinzukriegen als vorher. Das ist wirklich ein bisschen eine Ausnahme. Ich würde auch sagen, in der Argumentation, ja, in der Argumentation kann man das auf alle ausdehnen, nur im Antrag ist das schwierig, weil das wirklich das eine, das sind völlig verschiedene Haushaltspläne, um die es da teilweise geht. Es ist, ja, es ist anschließend daran oder ergänzend dazu auch eingehend auf deine Anmerkung. Und zwar sind es ja zwei Ebenen, die du da ansprichst. Also einmal, dass es einen generellen Antrag geben muss, der dann eben alle Berufszweige da auch umfasst und dann auch die Ausbildung für diese Berufszweige sozusagen kostenlos oder kostenneutral dann zur Verfügung stellt. Und die andere Ebene ist aber eben, wie jetzt Olaf anspricht, dann der konkrete Bezug auf die Kürzung, die nun mal jetzt im Haushalt sich niederschlägt, im Einzelplan 15. Und demzufolge könnte man natürlich einen politischen Antrag mit der Forderung, diese Ausbildungsberufe kostenlos anzubieten, stellen. Trotzdem müssen wir ja jetzt entscheiden, ob wir das für diesen einen, also konkret PTA, noch wollen oder nicht. Das würde ja dann bedeuten, dass wir es nicht wollen, wenn wir ihn jetzt zurückziehen und dann erst den politischen Antrag stellen. Also ich rede nicht von zurückziehen. Also das habe ich jetzt hier gerade in keinster Form gesagt, sondern ich möchte einfach nur, dass wir den Aspekt freie Bildung, freie Ausbildung in den Vordergrund stellen. Wir können meinetwegen PTA als Beispiel anführen, um jetzt einfach mal beim konkreten Haushaltsänderungsplan zu bleiben. Aber ich möchte, dass dann auch klar erwähnt wird, dass es noch weitere Berufszweige gibt. Ich möchte jetzt nicht, dass es wie so ein Lobbyantrag aussieht, sondern wir uns bewusst sind, dass es da andere Berufsfelder auch noch gibt, die unter der gleichen Problematik leiden. Und wir das exemplarisch ansprechen, so wie wir es bei den anderen Erinnerungspunkten auch tun. Und ich denke, dass das jetzt vom Wording her absolut machbar ist und ich habe hier nicht von zurückziehen gesprochen. Der Daniel wollte vorhin noch was sagen. Ja, also wenn es verschiedene Ausbildungen gibt, wo dieser Sachverhalt im Prinzip zutreffend ist, dann finde ich es an der Stelle merkwürdig, zumindest wenn wir dann nur den Bereich der PTA als konkreten Haushaltsänderungsantrag vorliegen haben. Also dass wir das politisch begleiten können, dann auch für die anderen Bereiche, ich glaube, darüber sind wir uns absolut einig, weil das ganz sicher auch eins der Kernthemen für uns ist. Ich frage mich halt nur dann tatsächlich an der Stelle, ob wir diesen konkreten Haushaltsänderungsantrag für den Bereich PTA
Also ob das so vollständig ist, wenn wir den quasi ja alleine dann im Raum stehen lassen, ohne diese anderen Zweige, auch wenn gleich den anderes Ministerium meinetwegen betreffen mögen. Aber das ist ja in der gesamten Haushaltsdebatte relativ egal, welches Ministerium jetzt davon betroffen ist. Also sind wir vielleicht hier gerade in der falschen Konstellation, darüber zu reden, aber ich fände den Antrag dann halt eben nicht vollständig. Ich habe auch gerade überhaupt keine Vorstellung, welches Finanzvolumen sich in anderen Ausbildungssektoren dann dahinter bewegt. Also gibt es jetzt noch 10 andere Ausbildungszweige, wo es dann ebenfalls, ich sag mal, um eine Summe von 5 Millionen geht? Oder ist der Rest nur so ein bisschen durchlaufender Posten, sag ich mal, sind das Kinkerlitzchen? Das ist gerade bei mir fehlendes Wissen an der Stelle, wo ich ein bisschen Schwierigkeiten habe. Ja, also ich möchte das aufgreifen, was Olaf eben sagte, mit den Ausbildungen in der Kranken- und Altenpflege. Da hat man halt gemerkt, dass man mit dieser Geschichte, dass die Leute für einen nicht immer optimal bezahlten sozialen Beruf auch noch während der Ausbildung Schulgeld bezahlen müssen, nicht zu einem Personalstand kommt, wie man diesen Wirtschaftssektor hinterher ausgestaltet wissen möchte. Das haben wir bei PTA noch nicht. Sollte das aber jetzt sich noch verschärfen, ich sag mal, es werden nicht mehr junge Leute, die in Ausbildung streben, sondern eher weniger, was dann auch da zur Folge haben wird, dass weniger Leute diesen Beruf ergreifen werden. Und im Moment ist es nicht über dem Schnitt ausgebildet, sondern nur pari pari, weshalb wir uns diesen Bereich jetzt gerade rausgesucht haben. Da ist es wirklich noch auf der Kippe. Und natürlich darf das nur der erste Aufschlag sein. Das muss die anderen Bereiche wie Physiotherapeuten danach dann nach sich ziehen. Das muss ganz klar nur der erste Aufschlag sein, jetzt zu sagen, wir brauchen das in dem Bereich ganz bestimmt, weil halt in dem Bereich, wir haben diesen Bereich jetzt rausgenommen, weil halt in dem Bereich noch zusätzlich gespart werden soll, was halt völlig die falsche Richtung ist. Ich kann es auch vom Gesundheitsministerium nicht wirklich verstehen, dass man sagt, wir sind bei der Ausbildung zu Alten- und Krankenpflegern schon auf die Nase gefallen, weil wir da zu wenig haben. Da stecken wir jetzt richtig viel Geld rein, damit das funktioniert. Da werden ja ganz viele Kurse inzwischen extra übernommen. Und auf der anderen Seite sehen wir zu, dass wir bei PTAs kürzen, damit wir dann da in 5 Jahren bei der gleichen Situation sind. Total schlau. Macht überhaupt keinen Sinn. Und deshalb sagen wir halt, ihr habt das doch jetzt bei allen und Krankenpflegern gesehen, ihr dürft jetzt bei PTAs nicht kürzen, das macht gar keinen Sinn. Und halt unserem Gusto nach darf der schulische Anteil der Ausbildung kein Geld kosten, dem Endbenutzer. Und da müssen wir natürlich die anderen Bereiche noch alle bitte reinkriegen, völlig wichtig. Ich gebe dir völlig recht. In der Argumentation müssen alle anderen Berufsgruppen, die derzeit für ihre Ausbildung noch zahlen müssen, mit erwähnt werden und das auch ganz klar gemacht wird. Es gibt eben den einen Unterschied, habe ich schon gesagt, das ist nochmal ein anderes Ministerium. Genau da liegt nämlich auch der Unterschied. In den anderen Berufen bleibt es entweder bei der Situation, wie es war, oder es wird verbessert. Aber es wird hier an einer der wenigen Stellen wird es verschlechtert. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, wir bleiben dabei. Jeder hat bis jetzt immer 150 Euro gezahlt, der zahlt auch jetzt 150 Euro. Hier ist es jetzt so, bis jetzt haben die Leute 150 Euro gezahlt, ab nächstes Jahr müssen sie 250 Euro zahlen pro Monat. Ja, also hier wird eine ganz klare Verschlechterung des Ist-Zustands herbeigeführt. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn man diesen exemplarisch herausnimmt. Dass man ja zumindest, also bei den anderen Sachen, wo es bleibt, gut. Das werden wir auch sagen, dass wir es nicht gut finden, dass die Leute dafür zahlen müssen. Aber der Hammer ist natürlich an der Stelle der Fall, wo es sogar noch schlimmer geworden ist als im letzten Jahr. Also ab Mitte nächsten Jahres, 2 Schulen haben im Rheinland zum Beispiel schon geschlossen, weil denen so klar ist, dass sie das Geld nicht mehr kriegen werden. Kurz überschlagen, wie viele Schüler sie kriegen werden. Daraufhin haben sie ihre Schulen geschlossen. Also 2 Schulen haben wir jetzt schon weg. Im Rheinland, ich weiß nicht, wie in Westfalen aussieht. Daniel wollte noch was sagen und dann der Matthias. Ja, das verstehe ich alles soweit. Wie gesagt, politisch finde ich den Antrag auch wirklich sehr, sehr gut.
Mir ist noch eine weitere Frage eigentlich jetzt gerade so in der Diskussion aufgekommen. Inwieweit, wenn wir diesen Posten jetzt erhöhen auf diese rund 5,5 Millionen Euro, inwieweit zieht das in diesem Jahr überhaupt noch innerhalb des Haushalts? Also letzten Endes sind ja die Ausbildungsverträge in dem Bereich vermutlich schon zu einem sehr großen Teil auch eingegangen, zu den Bedingungen quasi, die ja momentan noch existieren. Ja, auch die jetzt, ich sag mal, dieses Jahr anfangen. Also da sind ja schon Ausbildungs... Ja, nee, das verstehe ich. Die werden jetzt dadurch durch die Kürzung werden die das Geld jetzt nicht mehr bekommen, beziehungsweise weniger bekommen. Die Frage ist nur, ob die Haushaltserhöhung, die wir an der Stelle vorhaben, ob die dieses Jahr dann noch irgendeine politische Auswirkung hat. Also werden wir dadurch wirklich jetzt mehr Ausbildungsverträge eingehen können? Oder also die Verträge, die Ausbildungsverträge sind ja eigentlich zu einem sehr großen Teil dann zum Ausbildungsbeginn, ich weiß nicht, ersten 8. oder wann fangen die an? Okay. Das funktioniert ja etwas anders. Du machst erst 2 Jahre Schule und gehst danach in die Apotheke. Du machst aber die Schule, bevor du einen Vertrag fertig hast. Okay. Deshalb kannst du das jetzt an der Stelle so halt nicht sagen. Verstehe, alles klar. Die letzte Aussage habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden. Die Schulen sind geschlossen worden nach Einbringung des Haushalts, also seit Mitte Dezember und dem jetzigen Zeitpunkt, oder... wie habe ich das gerade verstanden? Also habe ich das falsch verstanden, weil du meintest, die haben sich ihre Anmeldezahlen angeguckt und haben danach Schulstandorte geschlossen. Was für mich wiederum bedeutet, entweder haben sie es zwischen Dezember, 15. Dezember getan, weil dann wissen sie, dass sie 4,6 Millionen Euro weniger bekommen, oder sie haben die Schulstandorte vorher geschlossen, das spiegelt sich jetzt dadurch wieder, dass hier 4,6 Millionen Euro Reduzierung im Haushalt angesetzt wurden. Die Schulen selber sind noch nicht als Ganzes geschlossen worden. Das ist ja genau die Sache. Wer jetzt im ersten Ausbildungsjahr, wer das erste Ausbildungsjahr. Was Matthias wissen möchte, ist, das Gesundheitsministerium ist proaktiv auf die Schulen zugegangen und hat gesagt, das Geld gibt es demnächst nicht mehr. Ja, ich wollte jetzt nur wissen, ob das eine Maßnahme des Finanzministeriums ist. Nein, Gesundheitsministerium, Frau Steffens. Tose, bevor du gehst, kurzes Statement ganz kurz nochmal. Wir wollen mit an dem Antrag festhalten. Ihr wollt ja mit einem politischen Antrag, was der dann eben die anderen Ausbildungssektoren und so weiter beinhaltet, begleiten. Was ist deine Empfehlung? Also meine Empfehlung ist, wenn man konsequent unser Programm, unser Parteiprogramm und unser Wahlprogramm durchziehen will, dann muss man hier beantragen, dass die schulischen Kosten komplett vom Land übernommen werden. Also wir haben ja das übrigens in Bayern auch der Fall ist, als Beispiel. Ganz kurz noch, wir haben ja 2 Möglichkeiten. Einmal den aktuellen Stand wiederherzustellen. Das ist aber ich habe vollstes Vertrauen zu euch. Ich muss jetzt für den Laden öffnen. Genau, die 2 Möglichkeiten sind eben diese 4,5 Millionen und da liegt auch ein logischer Bruch jetzt bei deiner Anmerkung vor, weil nicht 4,5 wurden gestrichen, sondern nur 500.000 im ersten Schritt und die werden auf 2 Jahre oder 3 Jahre, wenn man das letzte Jahr noch mitnimmt, von 1,4 Millionen auf 0 herabgesetzt. Und diese 4,5 Millionen, von denen du gerade gesprochen hast, bezieht sich auf die gesamte Übernahme, die Tose das jetzt ausgeführt hat, also die gesamte Übernahme der Ausbildungskosten. Die zweite Option wäre, alles wieder so in den Zustand des letzten Jahres zu versetzen. Das wären dann nur 500.000. Entschuldigung, ich habe nur die Excel-Tabelle und da steht noch Zuschüssige und Sonstige. Das war jetzt überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie wert gemeint. Okay, Ruhe, Schweigen gerade, Olaf wollte noch sagen? Man kann es ja, aber soweit ich weiß, sind die Zahlen, wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich so gemacht, dass wirklich alle ab nächsten Jahr keine, also die komplette Ausbildung übernommen würde.
Man könnte natürlich jetzt wirklich genau so hingehen und könnte sagen, man nimmt nur die Kürzung zurück und will das Ganze auch stufenweise einführen. Das könnte man ja auch als, weil die Rücknahme passiert ja jetzt auch stufenweise. Wer jetzt im letzten Jahr seine Ausbildung angefangen hat, der kriegt die 2 Jahre noch voll, also nicht voll, sondern kriegt die 2 Jahre anteilmäßig bezahlt. Ja, nur die Leute, die jetzt im Sommer anfangen werden, die werden nichts mehr bekommen. Deswegen wird es natürlich auch stufenweise zurückfahren, über 3 Jahre oder über 2 Jahre. Jetzt könnte man natürlich auch ganz klar sich die Überlegung machen, wir führen jetzt erstmal den Ist-Zustand wieder ein und fordern dann politisch das Jahr für Jahr sukzessive zu erhöhen. Also eigentlich nur den umgekehrten Schritt zu machen, den die jetzt machen. Dass man sagt, es ist okay, das, was jetzt läuft, läuft einmal nun mal, aber wir wollen es nicht verschlechtern und dann ist es natürlich eine längerfristige Sache, wenn man dann sagt, wir wollen das politisch natürlich vorantreiben, dass es nach und nach verbessert wird. Finde ich insofern sehr überlegenswert, weil wir haben ja gerade auch über die anderen Felder gesprochen. Insofern fände ich es konsequent, weil du sagst, das wäre jetzt das einzige Berufsfeld, was sich jetzt verschlechtern würde. Da können wir ganz klar diesen Antrag einbringen und sagen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Gleichzeitig einen politischen Antrag, wo wir die anderen Berufsfelder aber mit ein... Also das ist mir eigentlich wichtig. Wir stellen jetzt nur exemplarische Anträge, die aber unser Wahlprogramm widerspiegeln. Und freie Bildung oder freie Ausbildung würde bedeuten, wir fordern das nicht nur für PTAs. Da wollen wir einfach nur keine Verschlechterung. Das wollen wir schon ganz akut jetzt für den 2013. Aber gleichzeitig wollen wir auch langfristig in der Legislaturperiode hier anbringen, dass diese Ausbildung, nicht, das sind keine Ausbildungsberufe, dass diese Berufsfelder, wie wir sie jetzt hier gerade genannt haben, ganz klar eine kostenfreie Ausbildung erhalten. Und das fordern wir dann auch. Und da würde ich dann auch, da können wir in dem politischen Antrag dieses Jahr, also am besten schon zur dritten Lesung eigentlich im März, fände ich toll, wenn wir das schaffen würden, auch schon konkrete Zahlen mit reinpacken, dass wir sagen, okay, das ist die Stoßrichtung, die wir hier propagieren und die würde dann mehr umfassen als in Anführungszeichen nur die PTAs. Weil das ist das, was mich so ein bisschen stört, das ist nur ein kleiner Teil, auch wenn der jetzt in eurem Einzelplan liegt, aber ich denke ja immer über alle Ressorts. Da fände ich es wichtiger, dass wir das komplett mit drüber bringen, weil es soll hier nicht wie Lobbypolitik aussehen, sondern wie unsere Bildungspolitik und da fände ich es gut, wenn da alle mit drin wären, die das betrifft oder betreffen würde. Und die soll dann auch komplett kostenfrei sein und da würden wir dann mit Sicherheit auch mehr als über diese 5 Millionen sprechen. Aber im ganz akuten Fall geht es uns jetzt hier um die Verschlechterung der PTAs, wie hier beschrieben, und dem wollen wir entgegenwirken. Wäre das so ein Kompromissvorschlag, mit dem wir leben könnten, alle? Prima. Ich habe gehört, wir haben diesen Änderungsantrag gerade erfolgreich besprochen. Da nur noch mal, um das zu ergänzen. Das funktioniert so natürlich wirklich nur, wenn wir es schaffen, im März zur dritten Lesung auch den politischen Antrag einzureichen. Also zumindest mein Verständnis davon. Ansonsten verpufft das so ein bisschen. Weil dann haben wir zwar diese Forderung, halt die Kürzung zurückzunehmen, aber kein Mensch redet über unsere eigentliche politische Forderung, dass wir eben solche Art von Ausbildungsgebühren etc. pp. Ja gar nicht haben wollen. Und ein Aspekt, der eben noch ganz kurz gefallen ist, man könnte uns dann halt auch vorwerfen, wir wären in irgendeiner Form empfänglich für Luismus. Weil ich habe dazu auch was bekommen von den entsprechenden Kammern und Interessenverbänden. Ja, also ich würde das jetzt am Dienstag, das ist die Landespressekonferenz, schon entsprechend ankündigen. Also das bezieht sich aufeinander, das ist klar. Alles, was wir hier machen und besprechen, und bezieht sich darauf. Und wenn wir sagen, okay, wir könnten diesen Kompromiss finden, dann muss das aber auch wirklich so gemacht werden. Und dann würden es Joachim und Robert Stein schon ankündigen entsprechend am Dienstag bei der Landespressekonferenz. So wie wir es beim letzten Landeshaushalt auch hatten, wird es eine Pressekonferenz geben. Und wir werden zu diesem Antrag dann wortwörtlich sagen, zur dritten Lesung werden wir unseren politischen Willen formulieren und einbringen. Wir werden sagen, zweite Lesung, Plenum ist vollgestopft. Wir beschränken uns dann darauf, zur dritten Lesung unsere Standpunkte zum Thema Ausbildung in diesem Bereich, in dem medizinischen Bereich zu formulieren und werden darauf hinweisen, dass es nicht nur die PTA sind, die davon betroffen sind, sondern es auch noch weitere Felder gibt und das sollten wir aber schaffen, oder? 4 Wochen. Ich frage jetzt mal die Runde, weil ich den Antrag nicht schreiben werde. Freie Bildung und zwar umsonst.
Die meisten Sachen davon sind eben beim Bildungsministerium angesiedelt, selbst wenn es medizinische Berufe sind. Die Sachen, die im Sozialministerium oder im Gesundheitsministerium liegen, die kann man machen. Da kann man jetzt auch Ja sagen. Es ist nur schwierig, jetzt über Leute sich zu äußern, die in einem ganz anderen AK sind. Ja, aber ich sag mal, die endgültige Entscheidung treffen wir ja morgen in der Fraktionssitzung. Dann wäre jetzt, also den Affen würde ich euch jetzt einfach auf die Schulter setzen wollen, eure Aufgabe heute mal mit den Bildungsleuten dann nochmal gegenzuchecken, ob es realistisch ist, diesen Antrag tatsächlich halt eben bis Mitte März dann ja letztendlich auch mit den Bereichen im Bereich Bildung dann tatsächlich fertig zu haben. Oder ich weiß nicht, ob es möglicherweise ja noch andere Ministerien gibt, die das betreffen mag. Das habe ich jetzt nicht im Blick. Also das jetzt im Moment im Bereich Bildung zu machen, weiß ich, ob das realistisch ist, weil ich gehe ja morgen wieder ins Krankenhaus, ich weiß noch nicht, wann ich wieder einsatzfähig bin überhaupt. Also ich bin zwar hier, aber ich kann quasi nichts lesen. Und insofern, das jetzt Moni auch noch aufs Auge zu drücken, da habe ich jetzt irgendwie auch Probleme mit. Auf welche Berufe denn dann konkret? Also nur auf die Gesundheitsberufe oder eben wirklich umfassend? Also das würde das auch noch jetzt ansprechen, was ihr gerade erwähnt hat, weil für die Gesundheitsberufe könnte ich mich dann mit dem Johannes auf jeden Fall durchschließen und das mal in Erfahrung bringen, ob das dann für die sinnvoll ist, für sämtliche Ausbildungsberufe dann zu fordern. Ja, aus meiner Sicht sollte da eben eine vollständige Forderung raus. Also im Prinzip für alle, ich nenne sie jetzt mal Ausbildungsberufe, obwohl es ja möglicherweise halt eben gar nicht sind. Aber das sollte, wenn dann eigentlich tatsächlich alle Bereiche betreffen. Ich wollte auf Birgit einmal ganz kurz, ja, das ist, ist natürlich blöd, sag ich mal, wenn du jetzt dann eben nicht dran mitarbeiten kannst. Aber dann müssen wir uns eben das Feedback holen. Also ob Moni und vor allen Dingen dann auch Johannes eben die Kapazitäten haben, um den Antrag zu stemmen. Die politische Richtung dieses Antrags steht ja an dieser Stelle eigentlich. Der muss ja in Anführungszeichen nur noch quasi formuliert werden, beziehungsweise recherchiert werden, welche Bereiche das tatsächlich betrifft. Ich halte das jetzt nicht für eine unmögliche Aufgabe, sagen wir mal. Aber ich kann natürlich, ich weiß nicht, was speziell Johannes eben als Bildungsreferent da zu tun hat. Das kann ich nicht beurteilen. Der Matthias stand auf meiner Liste. Kannst du natürlich auch nicht beurteilen. Trotz alledem hielt ich das für eine Aufgabe, die ich innerhalb von 4 Wochen erledigen könnte. Also wir werden jetzt gleich in der Referendum um 16 Uhr ansprechen, wenn das vom AK hier so gewünscht ist. Und Johannes wird uns da schon ein Signal geben können. Entweder wird das Gesicht verziehen oder lächeln oder umfallen. Aber ich hielte das für wichtig, um einen solchen Antrag, es ist hier, wie gesagt, wieder nur ein exemplarischer Antrag, deshalb finde ich die Idee sehr charmant, weil es die anderen Anträge auch sind, es sind auch nur exemplarische Anträge und es gibt eine Richtung vor und darum geht es mir eigentlich, dass wir in dieser Pressekonferenz einfach ein Gesamtbild schmieden und dazu zählt auch freie Bildung. Da hat der Tore ja eigentlich vollkommen recht mit dem, was er hier gerade vorgetragen hat, aber dann hätte ich halt gerne auch einen entsprechenden politischen Antrag dazu, der das dann nochmal klarer formuliert und so viel wie möglich mit einschließt. Also definitiv, ich weiß es nicht, ob es außerhalb der Heilberufe, weil die im Staatsexamen ablegen, überhaupt noch so viele Felder gibt. Ich weiß auch nicht genau, welche Berufe das dann alles sind oder umfassen würde. Ich habe hier das Berufsausbildungsgesetz gerade vorliegen und weiß, dass Berufe der Landwirtschaft, der ländlichen Hauswirtschaft, den Landwirtschaftskammern sozusagen zugeordnet sind oder der Rechtspflege, den Rechtsanwaltskammern oder den Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern, den Wirtschaftsprüfkammern, den jetzt im Gesundheitswesen, die Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apothekenkammern für die jeweiligen Ausbildungen zustellen. Also es kann schon sein, dass das sehr, sehr umfassend dann wird. Also das muss man dabei bedenken.
Ich grätsch mal eben dazwischen. Die Moni hat mit mir abgesprochen, dass wir uns gerade auch noch um eine andere Sache kümmern. Die würde irgendwie thematisch vielleicht dazu passen. Und zwar geht es um die Umschulung. Also Leute, die von der Agentur für Arbeit eine Umschulung finanziert kriegen, die ist normalerweise über 2 Jahre. Das dritte Jahr wird momentan nicht übernommen. Wir versuchen gerade herauszufinden, wie die Absprachen aktuell sind. Derjenige Mensch, der dafür zuständig ist, ist wohl gerade im Urlaub, der Herr Diekmann aus dem Ministerialbüro. Es gibt aber das Problem, dass konkret nur 2 Jahre finanziert werden, aber bei der Umschulung zur Erzieherin bzw. zum Erzieher 3 Jahre gefordert sind. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wäre das eine Sache, die da auch reinpassen müsste? Achso, und eine Sache noch. Ich muss heute leider auch früher gehen, also um 20:20 bin ich weg. Passt das rein, ja, nein? Also ich glaube, das passt rein und ich glaube, dass wir uns ja hier zumindest gerade einig sind, dass wir unsere Haushaltsänderung in dem Moment erstmal nur auf die geplante Kürzung reduzieren würden, aber eben unter der Voraussetzung, dass wir es hinkriegen, auch zeitnah halt einen politischen Antrag, der dann ein bisschen vollumfassender ist, das Ganze zu begleiten. Nur, dass wir das. Und dann können wir mal eben auch gucken, ob das thematisch da mit reinpasst. Aber da mache ich mir keine Sorgen, dass ihr euch dann auf Referentenebene dann auch da irgendwie abstimmt. Können wir denn so einen allumfassenden Antrag überhaupt stellen, bevor die Schuldenbremsdiskussion erfolgt ist? Boah. Finde ich geil, die Frage habe ich hier gar nicht angebracht, aber ich möchte hier an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, die Schuldenbremse soll nicht dazu führen, uns in politischen Diskussionen da zurückzuhalten. Also freie Bildung ist vollkommen unbestritten Teil unseres Wahlprogramms. Die Diskussion um die Schuldenbremse würde dann in dem Fall bedeuten, dass wenn sie so ausfallen würde, dass wir sie strikt ausüben möchten, dass wir in anderen Bereichen dann eben Einsparungen vornehmen würden. Nur, dass das klar ist. Also du kannst beschließen, was du möchtest. Die Handlungsempfehlung daraus wäre nur, dass man es dann auch konsequent umsetzt. Und freie Bildung wäre hier nicht nur PTA, sondern auch alle anderen Berufe. Das ist konsequent. Und das würde ich als politischen Antrag auch so formulieren. Ganz, also da, und ich habe es hier nicht angesprochen, möchte ich das hier nochmal ganz kurz erwähnen. Das würde ich davon losgelöst betrachten, weil das eine ist aus meiner Sicht ein Punkt, der den Haushalt betrifft, und das andere ist eine politische Stoßrichtung, und die ist klar, freie Ausbildung, freie Bildung, und dafür stehen wir hier, und dafür sitzen wir hier, und das würde ich da an der Stelle nicht mit einbringen, egal wie hoch die Summe wird, das sage ich auch ganz ehrlich. Ich rede hier auch nicht über das zweite oder dritte Studium, wir reden über in der Regel die Erstausbildung und dann auch noch in wichtigen Heilberufen, beziehungsweise Berufen, die das soziale Leben hier teilweise erstmal gewährleisten. Und da würde ich an der Stelle mir jetzt keine Gedanken erstmal zu der Refinanzierung machen, weil du musst auch Punkte haben, über die du nachdenkst, in Bezug auf das, was wir hier in den nächsten 4 Jahren noch machen wollen. Und da finde ich es absolut vertretbar, das auch zu forcieren, auch in den nächsten 4 Jahren konsequent zu thematisieren und auch umzusetzen. Wo das Geld dann herkommt, das ist dann mehr oder weniger mein Problem, aber wir werden entsprechende Kürzungsvorschläge bestimmt dann auch noch von mir präsentiert bekommen. Ich möchte nur sagen, dass ich mich hier auch nochmal in aller Deutlichkeit dafür ausspreche, dass wir das als Schwerpunkt der Fraktion auch so definieren. Freie Bildung und an dem Beispiel ganz konsequent freie Ausbildung in dem Teil der Heilberufe oder was Sebastian dann bei der Recherche noch alles findet. Gut, haben wir dann die Diskussion zu dem Änderungsantrag PTA bzw. Ausbildungsfinanzierung generell abgeschlossen? Ich sehe Linken keine Einbrüche, prima, dann gehen wir über zum nächsten Antrag, Fonds für O3. Soll ich dazu was sagen oder möchtest du direkt dazu was sagen, Daniel? Gut, prima, man macht das. Aber du kannst das sehr gerne dann gleich ergänzen. Der Antrag schafft ja eigentlich einen Fonds oder soll einen Fonds darstellen in Höhe von 10 Millionen Euro. Ist also natürlich eine recht hohe Summe, die da veranschlagt ist.
die wir jetzt auch gar nicht genau berechnen können oder sowas, weil wir ja eben gar nicht wissen, was dann letzten Endes dann auf uns zukommt. Ich will eigentlich nur zwei, drei Sätze zu dieser Thematik insgesamt sagen. Also A, betrifft das durchaus ja auch unsere gewählten Schwerpunkte. Zumindest nach unserer Definition reden wir da über den Bereich Bildung, ja, über den Punkt frühkindliche Bildung. Wir reden zum Zweiten durchaus auch über den Bereich Kommunalpolitik bzw. Kommunalfinanzen, denn dieser Antrag sieht ja auch vor, dass eben die Kommunen mit den entstehenden Kosten aufgrund einer möglichen Klagewelle, die dann zum 1.8. entstehen kann, dass die Kommunen eben mit diesen Kosten nicht alleine dastehen, sondern dass das Land eben dort mit in die Bresche springt und Hilfen letzten Endes gewährleistet. Wir begleiten diesen Haushaltsänderungsantrag mit einem politischen Antrag, der soweit auch schon fertig ist. Theoretisch ist denkbar, dass wir auf den, also zumindest theoretisch ist denkbar, dass wir auf den Haushaltsänderungsantrag verzichten. Also wir könnten den politischen Antrag auch separat stellen, machen den an der Stelle aber eben angreifbar, weil wir dann eben keine finanziellen Mittel direkt zur Verfügung stellen. Wir könnten also den politischen Antrag nur insoweit umformulieren, dass wir quasi die Verantwortung halt in Richtung Landesregierung schieben, ja, und sagen, bitte, liebe Landesregierung, kümmert euch darum, dass finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden. Ohne aber konkret zu sagen, wir wollen, dass ein Topf da steht, ne, stellt diesen Topf zur Verfügung, wenn das kommt, können wir uns eben dort aus diesem Topf bedienen. Und die Landesregierung sagt ja immer, das klappt alles mit dem Rechtsanspruch und alles wird schön und easy. Dann werden die 10 Millionen Euro letzten Endes ja gar nicht gebraucht und fließen im Endeffekt wieder in den Haushalt, ich sag mal, unterm Strich zurück. Aber argumentativ ist es natürlich halt tatsächlich deutlich einfacher, wenn du den politischen Antrag mit einem entsprechenden Haushaltsänderungsantrag dann tatsächlich auch begleiten kannst. Könnt ihr nochmal ganz genau erklären, für wen dieser Fonds da sein soll? Weil ich glaube, ich habe den komplett missverstanden. Okay, dann sage ich jetzt mal was dazu. Wir hatten diesen Fonds praktisch zweigeteilt nach einer Diskussion, die auch aus einer vorherigen Haushaltsrunde schon mal entstanden ist. Der war vorher nur so gedacht, dass die Kommunen da unterstützt werden, die Kosten, die im Falle von Klagen auf die Kommunen zukommen, sie einfach dabei zu unterstützen, die Kosten irgendwie wieder zu ersetzen. Dann kam die Diskussion, was ist denn mit den Eltern? Eigentlich müssen wir doch die Eltern dabei unterstützen, zu klagen. Das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen aber den Eltern eine Hilfe an die Hand geben. Und die wollen wir auf Bezirksebene ansiedeln. Also eine Stelle, an die Eltern sich wenden können, um zum Beispiel herauszufinden, gibt es nicht doch noch irgendeinen Betreuungsplatz, Kita-Platz, Kindergartenplatz, der gerade frei ist? Oder aber, was kann ich als nächstes tun? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Eine generelle Infoanlaufstelle, um die Eltern zu unterstützen und zu beraten. Ja, und wie gesagt, der zweite Punkt ist, die Kommunen können, wenn eine Klagewelle kommt oder wenn ein Klagefall auftritt, die Kosten dafür unserer Meinung nach über diesen Fonds zurückbekommen. Und mit dem politischen Antrag, den wir begleitend dazu gestellt haben, fordern wir die Landesregierung auf, zu prüfen, an welcher Stelle diese Beratungsstelle sinnvoll eingesetzt werde, denn wir hatten jetzt auch nicht die Zeit dazu, gerade zu recherchieren, wo das am sinnvollsten einsetzbar ist, denn wir geben diese Aufgabe der Landesregierung an die Hand. Wir möchten gerne, dass die Landesregierung prüft, an welcher Stelle so schnell wie möglich ressourcenschonend diese Beratung angesetzt werden kann, denn die Zeit drängt. Am 1. August besteht der Rechtsanspruch. Und am besten soll natürlich vorher auch schon die Möglichkeit zur Beratung gegeben sein. Das möchten wir gerne. Und natürlich soll die Landesregierung auch prüfen, was für ein Regelwerk eingesetzt werden kann, um zu prüfen, ob die Kommunen berechtigt sind, Geld im Fall von Klagen zu bekommen. Daniel wollte noch was sagen. Ja, nur noch eine Ergänzung für diejenigen, denen jetzt das Thema U3-Ausbau und so weiter gar nicht so allzu viel sagt. Dieser U3-Rechtsanspruch, den gibt es eben dann ab dem 1.8. dieses Jahres. Das heißt, wenn der haushaltswirksam irgendwie wird, dann halt in diesem Jahr. Ja, also es macht jetzt keinen Sinn,
oder nur wenig Sinn für 2014 irgendwie den Antrag zu stellen. Möglicherweise schon, aber das wissen wir dann tatsächlich erst, wenn die genauen Zahlen dann für dieses Jahr tatsächlich feststehen. Nur auch von der politischen Bedeutung her, dieses Thema U3 fliegt auch wirklich genau in den Bundestagswahlkampf. Ja, also alle Parteien werden dieses Thema auch zum Wahlkampfthema machen. Rot-Grün dann in den Fällen auf jeden Fall, wenn es halt eben einigermaßen gut funktioniert hat. Ja, dann werden sie sich eben hinstellen und sagen, hey, guck mal, was wir alles Tolles getan haben. Und ich sag mal, unsere schwarz-gelben Abgeordneten und Fraktionen werden sich dann halt eben hinstellen, wenn es eben nicht geklappt hat. Die werden eben sagen, hey, wir haben so viel getan in der Zwischenzeit, wir haben so viele Anträge gestellt, wir haben so viele Vorschläge gemacht, was nicht alles zu tun ist beim Thema U3-Ausbau. Ihr habt uns das alles immer wieder auch um die Ohren gehauen und jetzt habt ihr da einen Scherbenhaufen und ihr sitzt alleine da. Also eine grundsätzliche Positionierung auch von uns als Piraten ist da sicherlich an der Stelle mindestens hilfreich. Ich frage deshalb, weil wie stehen wir denn zum U3-Ausbau? Also aus dieser Formulierung, wie der Fonds jetzt gerade angesetzt wird, ist mir das jetzt nicht ganz deutlich oder nicht klar geworden. Zum einen wollen wir den Kommunen die Möglichkeit geben, die verpflichtet sind, diesen Anspruch sozusagen umzusetzen und eventuell nicht ausreichend finanziert wurden in der Vorbereitung, wenn ich das richtig verstanden habe, denen zu helfen, mögliche Klagen oder Ansprüche, die geltend gemacht werden, zu bearbeiten. Zum anderen soll Eltern geholfen werden, einen U3-Platz zu finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sind wir denn dafür oder sind wir für die Aussage, dass das vernünftig umgesetzt wurde oder sind wir der Aussage, dass wir zwar U3 wollen, aber es schlecht gemacht wurde bisher? Also das wird mir aus diesem Haushaltsantrag jetzt noch nicht ganz deutlich. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Allein weil wir diesen Antrag stellen, wird doch ganz klar raus, es ist falsch gelaufen. Ansonsten müsste man keine Sicherheitsgurte einbauen. Und dieser Antrag ist zum Teil soll ein Sicherheitsgurt für die Kommunen sein. Der zweite Aspekt mit der Beratung komme ich jetzt gleich noch. Das ist nämlich auch noch eine ziemlich politische Sache. Der muss nämlich auch noch politisch bearbeitet werden, weil derzeit ist in dem Gesetz steht irgendwas von wegen wohnortsnah und so, und das ist zurzeit innerhalb der Gemeinde. Das heißt, selbst wenn ich einen Kindergartenplatz, der näher ist, in einer Nachbargemeinde finde, kann ich den derzeit gar nicht in Anspruch nehmen. Da müsste man zum Beispiel noch rechtlich was machen, und da liegt nämlich dann auch hinterher die Frage, auf welcher Ebene man die Beratung ansetzt. Weil unter Umständen ist es gar nicht, also derzeit ist es nicht möglich, eine regionsübergreifende Beratung zu machen, weil es überhaupt nichts zu beraten gibt über die Grenzen einer Stadt hinaus. Wir selber sind, ich würde sagen, wir sind der Meinung, die Ausbau muss so stark wie möglich vorangetrieben werden in den letzten Jahren, sowohl von Schwarz-Gelb als auch von Rot-Grün in den letzten Jahren, sind tierische Versäumnisse gemacht worden, und zwar so starke Versäumnisse, dass es jetzt klar ist, dass das Ding gegen die Wand fährt. Das Ding funktioniert nicht. Die werden nicht mal ihre Sollzahlen erreichen. Jetzt muss man nämlich auch nochmal diesen Unterschied zwischen Sollzahlen und Anspruch sehen. Derzeit wird immer davon ausgegangen, dass ein bestimmter Prozentsatz erreicht werden muss. Das ist okay. Ich sag mal so, wenn man nicht weiß, wie viel genutzt wird, dann muss man sich einfach irgendein Ziel setzen und sagen, das Ziel wollen wir erstmal erreichen. Es ist nun ganz klar abzusehen, dass zum Beispiel so Städte wie Köln mit der Zahl, ich weiß nicht, 32% oder was das sind, werden die nicht hinkommen, die brauchen 70%. Also immer bezogen auf die Kinder, also auf die Anzahl der Kinder. Das heißt, es werden Klagen, selbst wenn die ihren Plan zu 100% in Köln erfüllen, wird es in Köln Klagen geben. Und da kann Köln machen, was sie wollen, die Klagen werden kommen, und das Dumme ist, die Kommunen sind getroffen. Die Kommunen werden verklagt. Und jetzt kommt wieder die Verantwortung vom Land her, weil das Land in den letzten 7 Jahren nur, ich sag mal, Bullshit gebaut hat in dem Bereich oder gar nichts gemacht hat, stehen die Kommunen jetzt vor dieser Klagewelle. Und die Kommunen treffen sich schon. Die haben einzelne eigene Konferenzen, wie gehen wir mit den Klagewellen um.
Das ist genau der Hintergrund. Das heißt, es wird hier ein Problem auf die Kommunen abgewälzt worden. Und zwar noch sehr, sehr indirekt. Es kostet die Kommunen ja auch nur indirekt Geld. Die müssen jetzt demnächst ihre Rechtsanwälte und die ganzen Gerichtskosten. Und dann ist ja noch die Frage, was kriegen die Eltern, die klagen? Also den Schadensanspruch, den haben auch die Kommunen. Ja? Das Land hat einfach gesagt, wir haben kein Geld für die Ausbildung, wir haben kein Geld für den Bau von neuen Kita-Plätzen, beziehungsweise wir sind damit viel zu spät gekommen. Ja, jetzt langsam fangen ja so ein paar Offensiven an, die werden aber dieses Jahr noch nicht ziehen. Und das Problem, ja gut, das haben jetzt die Kommunen, das ist ja rechtlich also vorgesehen, dass das die Kommunen haben, weil die Kommunen ja verpflichtet sind, die Plätze bereitzustellen. Darüber gab es ja auch letztens noch einen ziemlich langen Streit über dieses Konnexitätsprinzip, dass die Kommunen ja auch gesagt haben, wir können nicht sagen, wir sollen die Plätze bereitstellen und uns keine Kohle geben. Haben sie ja vom Verfassungsgericht gewonnen, haben jetzt die Kohle gekriegt, aber natürlich auch, in der Zwischenzeit konnten sie nicht bauen. Also es ist immer wieder so ein schönes Abwälzen, also das, so sehe ich das die ganze Zeit, es ist ein Abwälzen der Verantwortung des Ministeriums auf die Kommunen. Und den Kommunen wollen wir, das war die Grundidee des Fonds, den Kommunen dabei zu helfen, mit der Situation klarzukommen, wenn sie jetzt auf sie zurollt. Weil hundertprozentig kann auch keiner sagen, wie viel Klagen da sind. Ich schätze mal, wir würden mit ein paar Klagen anfangen, dann wird es sehr, sehr stark davon abhängen, wie die Gerichtsurteile ausgehen werden, ob weitergeklagt wird. Wie familienfreundlich oder wie kommunenfreundlich diese Urteile ausfallen. Aber das sind alles Sachen, deswegen kann man auch die Summe nicht beziffern. Kann sein, dass diese 10 Millionen viel zu niedrig sind, aber kann auch sein, dass über die Hälfte von dem Geld wieder zurückfließt, weil es gar nicht gebraucht wurde. Liebe Leute, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich gebe die Moderation vertrauensvoll dem Sebastian in die Hand, der das bestimmt hervorragend machen wird. Und wünsche euch noch eine schöne AK-Sitzung bis zum Ende. Adios. Vielen Dank, Andrea. Und bis später. Ich bin jetzt mit der Andreas hat das Wort. Zu der Summe, weil du die jetzt gerade angesprochen hast. 10 Millionen Euro, das wären im Sommer durch grob 400 Kommunen in Nordrhein-Westfalen geteilt. Ich weiß nicht, etwas weniger. 25.000 Euro pro Kommune. Wird diese Zahl dem gerecht, was ihr erwartet? Also ihr scheint ja drin im Thema zu sein. Da es ja Konferenzen gibt, gibt es ja wahrscheinlich auch eine Erwartungshaltung der Kommunen, wie man Fälle beziffert. Spiegelt das in annähernder Weise den Arbeitsaufwand wider? Also jede Kommune wird jetzt nicht extra Juristen beschäftigen, das ist auch klar. Und kleine Kommunen werden damit vielleicht auch viel weniger Probleme haben als die Großstädte. Und im Ruhrgebiet wird es wahrscheinlich überproportional viele Fälle geben, in Köln und Düsseldorf wahrscheinlich auch. Glaubt ihr, dass ihr mit den 10 Millionen etwas habt, was man kommunizieren kann? Also mir geht es jetzt auch darum, wenn wir diesen Posten aufnehmen, was wir gegenüber der Öffentlichkeit als auch dem Bürger kommunizieren, was dahinter steckt. Weil ihr meint, ihr könnt die Fälle nicht abschätzen. Ich glaube auch, dass die auftauchen werden, ganz klar. Also das ist, glaube ich, unbestritten. Aber welche Maßnahmen verstecken sich hinter so einem Fonds? Weil ich möchte möglichst plastische Dinge haben, die wir hier verkaufen, damit es klar ist, wofür wir uns politisch einsetzen. Und so ein Fonds ist erstmal so ein Topf. Und hinter so einem Topf können sich viele dann auch wenig vorstellen. Glaubt ihr, dass das mit einer Fallzahl zu verrechnen wäre oder eine Arbeitskraft irgendwie, dass man so ein Äquivalent irgendwie hat, wofür 10 Millionen Euro stehen? Weil für die Kita-Plätze als solche stehen sie ja eben nicht, sondern es geht ja einzig und allein um den Abbau der Bürokratie dahinter, also den Aufwand der Bürokratie dahinter, wenn ich das so mal salopp formulieren darf. Danke. Ja, Also die Ermittlung der Summe ist in der Tat halt recht schwierig. Und zwar deswegen schwierig, das hatten wir ja auch in den letzten Plenartagen schon mal mit thematisiert, wo es einen gemeinsamen Antrag von CDU, FDP und uns gab. Wir kennen eben keine Zahlen. Also die Landesregierung hüllt sich da ja etwas in Schweigen. Also es gibt da ja zwei Möglichkeiten. Entweder wissen die es selber einfach gar nicht besser. Ich sag mal, das ist zumindest das, was sie ja eigentlich so sagen. Die sagen immer, irgendwann im März, ne, kriegen wir dann die Zahlen von den Landesjugendämtern und so weiter und so fort und sind wir schlauer. Dann sind wir übrigens in der Tat dann tatsächlich auch schlauer. Also möglicherweise, wenn diese Zahlen dann tatsächlich existieren, könnte man theoretisch an diesem Antrag zur dritten Lesung möglicherweise noch arbeiten, ne? Dass man dann den nach oben, unten, wie auch immer, vielleicht sogar dann streicht, weil halt alles ganz toll ist und alle Ansprüche erfüllt werden.
Also diesen Vorwurf müsste man im Endeffekt ein Stück weit an die Landesregierung halt eben weitergeben, weil wir wissen halt eben nichts Genaues. Insofern, also was politisch ja auch dahinter steckt, ist eben, wir wollen die Betroffenen nicht mit dieser Problematik allein lassen. Also Land und Bund haben letzten Endes Gesetze geschaffen, und die Kommunen bzw. die Eltern sind diejenigen, die das dann im August quasi ausbaden müssen. Also als Elternteil stehe ich gegebenenfalls ohne eine Betreuung da. Wir wollen ja jetzt nicht irgendwie anregen, dass jetzt alle Eltern an den Klageweg einschreiten, sondern uns ist daran gelegen, dass die Eltern Ansprechpartner haben, dass die Eltern gucken können, mit wem kann ich irgendeine Lösung finden. Olaf hat es gerade schon angesprochen, was die gemeindefremde Betreuung und so weiter angeht. Diesen Passus haben wir zum Beispiel in dem politisch begleitenden Antrag eben mit drin, dass die Landesregierung eben prüfen soll, inwieweit sowas auch kurzfristig gelockert werden kann. Wenn ich meine persönliche Situation sehe, ich wohne in einem Drei-Städte-Eck mit Oberhausen, Mülheim und Duisburg. Für mich wäre also eine U3-Betreuung in Mülheim oder in Duisburg zum Beispiel genauso interessant wie in Oberhausen. Also zu den, ich komme auch wahrscheinlich viel mehr für mich günstige Kindergärten von der Erreichbarkeit in Mülheim und in Duisburg als in Oberhausen, so in der Gesamtheit. Und das sind eben Dinge, die wir dann von der Landesregierung erwarten, dass sie gucken, wo können wir tatsächlich helfen. Es gibt auch schon verschiedene Beratungsstellen, es gibt zum Beispiel eine Taskforce, eine Beratungsstelle, die momentan bei der Landesregierung angesiedelt ist, die aber derzeit konzipiert ist auf die Kindertagesstätten, wo also die Kindertagesstätten sich Beratung quasi einholen können. Das wäre eine denkbare Option, dass man diese Stelle erweitert, künftig im Prinzip auch für hilfesuchende Eltern. Oder wie Andrea eben gesagt hat, das können auch Stellen eben auf kommunaler Ebene sein. Aber das steht weder in dem Haushaltsänderungsantrag noch in dem politischen Antrag letzten Endes wirklich konkret. Ja, danke Daniel für die umfassende Information. Ich glaube, es geht dem Matthias auch darum, was kommuniziert werden kann an der Landespressekonferenz, also was man dann sozusagen als großen Aufhänger sagen kann, wir stehen hierfür, ob das 10 Millionen sind, dann werden wir wahrscheinlich ausgelacht, woher nehmt ihr die, oder 5 Millionen, oder ob das dann eben in einer anderen Art und Weise kommuniziert wird. Aber der politische Antrag oder der kann dann gestellt werden, wenn die Zahlen sozusagen auch wirklich im März vorliegen. Ich habe jetzt den Matthias noch auf der Liste. Ich finde erstmal alles gut, wozu es bereits einen politischen Antrag gibt, weil ich finde, das ist immer wichtiger als die Haushaltsanträge, und im Haushalt müssen wir auch Posten vorsehen. Finde ich in dem Fall auch sinnvoll. Ich würde euch gerne einen technischen Vorschlag machen. Da wir die Höhe nicht kennen, aber unbedingt wollen auch, dass das Land nicht aus der Pflicht genommen wird, würde ich jetzt hier einen neuen Haushaltsposten einführen für diesen Fonds. Ne? Auch das ist ein Änderungsantrag, aber wir machen etwas, wozu die Landesregierung auch des Öfteren greift. Die setzt einen Strichansatz an. Das heißt, die füllt da keine Summe ein und setzt gleichzeitig einen Deckungsvermerk und sagt dann, wenn hier Bedarf auftaucht, dann wird der von der Summe unter dem Titel, der dann aufgeführt wird, genommen. Das heißt, man könnte hier einen Strichansatz ansetzen, formulieren durch den politischen Antrag, was dahinter steckt, und sagen, das Geld, das dafür erforderlich wird, nehmen wir aus der globalen Mindereinnahme, nehmen wir aus der globalen Mehreinnahme beispielsweise oder Minderausgabe, sowas in der Richtung. Wir sagen, wir haben hier den politischen Antrag und ja, wir wollen diesen Fonds einrichten, um die Kommunen als auch die Eltern auf beiden Seiten, das würde ich aber wirklich nochmal dann expliziter erwähnen, zu unterstützen. Wir sagen, ja, wir wollen nur drei, aber so wie es bisher gelaufen ist, ist es schlecht. Und wir möchten, dass das Land im Sinne der Konnexität auch Verantwortung dafür trägt. Und sowohl die eine als auch die andere Seite dabei unterstützt. Und das können wir jetzt noch nicht beziffern. Am 1. August wird es akut. Aber dann muss für jeden auch eine Anlaufstelle da sein und eine Möglichkeit da sein, auch auf beiden Seiten die Ansprüche abzuklopfen. Weil ich glaube, das Problem ist auch, es ist auf Bundesebene beschlossen worden. Zwischen Bund und Land gibt es schon mal keine Konnexität.
Das ist das erste große rechtliche Problem, das ich da sehe. Also das Land Nordrhein-Westfalen kann bei der besten Arbeit, die sie leistet, die nicht eins zu eins in den Bund weitergeben durch rechtliche Verpflichtung. Trotz alledem hat man sich ja explizit dafür ausgesprochen, die Landesregierung wirbt da ja mit, den U3-Ausbau auch weiterhin zu fördern und sieht das auch als Teil ihrer Bildungsstrategie. Dann sollen sie hier auch bitte den Kommunen die Möglichkeit geben, das vernünftig abzuarbeiten, aber vor allen Dingen die Eltern, die den Anspruch darauf haben, zu helfen. Technisch würde ich hier so einen Strichansatz favorisieren einfach, unter der Maßgabe, dass man es eben nicht weiß und dass die Verteilung nicht auf eine Gemeinde runterzubrechen ist, eben weil wir schon angesprochen haben, in den Ballungsräumen wird es mehrere Probleme geben und da muss man es auch regionenübergreifend lösen, in den ländlichen Regionen vielleicht weniger Probleme, man weiß es aber nicht mit Sicherheit. Und ein Strichansatz würde bedeuten, wir setzen Deckungsvermerk zu einem Ziel, wo wir wissen, da ist genug Geld auf jeden Fall dahinter. Muss ich noch einen raussuchen, weiß ich jetzt so aus dem Kopf nicht. Am besten in dem Einzelplan, aber wenn sich in dem Einzelplan nichts findet, dann machen wir es global auf den ganzen Haushalt gesehen, habe ich kein Problem mit. Das würde aber exakt das widerspiegeln, was ihr jetzt gerade hier vorgetragen habt. Und es ist einfach nur die technische Änderung, weil ihr sagt, ihr wisst ja auch nicht, vielleicht reichen 10 Millionen einfach gar nicht. Vielleicht brauchen wir dafür auch 15 Millionen Euro. Und wenn es eine wichtige Sache ist, der Daniel hat gesagt, das fällt auch noch in den Bundestagswahlkampf, davon will ich das losgelöst mal betrachten, stehen wir immerhin noch für freie Bildung. Das ist Bildung, die uns gesetzlich garantiert wird jetzt zum 1. August. Dann wollen wir das auch umgesetzt wissen. Und dann würde ich einfach diesen Vorschlag so jetzt abwandeln und euch die Möglichkeit geben, losgelöst von der Summe, einfach diese politische Umsetzung zu fordern. Also, ich renne ja auch hier rum und möchte, dass wir im Haushalt politische Maßnahmen umsetzen. Ich denke, das habt ihr sehr gut skizziert, worum es euch dabei jetzt geht. Ich musste da jetzt selber noch mal tiefer eintauchen. Ich meine, zu drin in der Materie. Aber dann lasst uns das doch so versuchen, dass wir diesen Fonds einführen als eigenen Haushaltstitel, deshalb als Änderungsantrag rein, mit einem Strichvermerk. Das findet ihr des Öfteren in den Einzelplänen, könnt ihr mal durchgehen. Und die haben immer ein Deckungsvermerk, wo also klar wird, entweder wenn es der Strichvermerk kann auch auf Einnahmenseite sein. Das heißt einfach nur, da gibt es Geld, da fließt Geld und da ist auch klar geregelt, wo das entweder herkommt oder hingehen soll. No? Also das wäre einfach nur so ein Vorschlag, weil ihr habt den politischen Antrag schon, ich denke, das ist eine runde Sache, die kann man kommunizieren. Und von daher gesehen, würde ich jetzt nur den rein technischen Hinweis geben, lass nicht die Zahlen nehmen, lass die politische Forderung nehmen und sagen, wie wir das in den Haushalt einfließen lassen wollen. Weil dann seid ihr definitiv auf der sicheren Seite für euren politischen Antrag. Ihr habt das bereits vorgesehen. Ihr habt das flankiert. Und es ist aus meiner Sicht eine komplett runde Sache. Oh. Ja, Daniel, nochmal. Klingt für mich nach einem gangbaren Weg. Da müssen wir uns über den Punkt aber tatsächlich nochmal argumentativ unterhalten, wenn es dann um die Rede zum Einzelplan dann tatsächlich auch geht, weil dann hätte ich gerne für meine eigene Sicherheit tatsächlich mal so ein, zwei Beispiele, wo sowas wirklich auch in einer Praxis dann tatsächlich angewendet wird. Ansonsten halte ich das für einen sinnvollen Vorschlag. Mich hast du jedenfalls damit überzeugt, eben aufgrund genau der Tatsache, dass wir eben nicht wissen, welche finanzielle Höhe da tatsächlich hintersteckt. Also die 10 Millionen sind ja quasi pauschal benannt. Ne? Wir können sie ja eben nicht berechnen. Dann noch eine Nachfrage. Würde es euch dann bei der Landespressekonferenz auch Material geben, sozusagen, wenn der Antrag, so wie er jetzt ist, mit den 10 Millionen zurückgezogen wird, aber eben parallel dazu dieser Strichvermerksantrag? Also zur Ergänzung dieses Strichvermerks werden natürlich Rückfragen kommen. Wenn ihr den politischen Antrag sogar schon fertig habt, dann gebt uns den einfach mit. Und ich kann euch sagen, zur Begründung des Strichantrags wird nicht eins zu eins der Antrag vorgelesen, aber die wichtigen Punkte ja auf jeden Fall. Weil Joachim und Robert haben am letzten Mal auch über eine halbe Stunde gesprochen. Also wir haben nur wenige Anträge, aber die möchte ich ganz explizit am Donnerstag schon vorstellen in der HFA-Sitzung. Da wird ja vorbereitet zum Plenum, werden unsere Anträge ja auch besprochen. Aber ganz klar am Dienstag dann nochmal zur Landespressekonferenz. Und wenn ihr den Antrag schon fertig, muss ja nur grob, der muss jetzt nicht in der Form fertig sein, sondern einfach nur, dass wir ihn... Genau, das wäre als Gesprächsgrundlage mit den Journalisten, glaube ich, perfekt. Gut, wenn es zu der
U3-Sache jetzt keine Anmerkung mehr gibt, dann würde ich mit Blick auf die Uhr und der fortgeschrittenen Zeit ganz kurz nochmal die drei Punkte, die wir jetzt, oder die drei Themen, die wir diskutiert haben, nochmal kurz zusammenfassen. Das war einmal die Wohlfahrtsverbände. Da sind wir stehen geblieben mit der Entscheidung, dass ein Anschreiben rausgeht und der Bedarf nochmal abgefragt wird und dann bei Bedarf in die dritte Lesung eingereicht wird. Der zweite war der PTA-Antrag. Da fordern wir den Stand des letzten Jahres wieder ein- und zu nehmen und mit einem politischen Antrag für alle anderen Ausbildungsberufe zu begleiten. Und der dritte war der U3, da wird ein neuer Haushaltsposten mit dem mit einem Strichansatz und einem Deckungsvermerk von uns gefordert. Und den politischen Antrag. So. Wunderbar, dann vielen Dank und wollen wir noch weitermachen. Ciao.